60 Sekunden Selbstständigkeit, heute mit Olga von der Turo Kreativschneiderei. Cool, Olga. Was machst du mit der Kreativschneiderei? Ich nähe und sticke nach Wunsch. Na cool. Und wie bist du dazu gekommen? Ja, also genäht habe ich gefühlt schon immer. Und früher waren es die bauchfreien Glitzeroberteile für die Disco. Und mit dem ersten Kind sind es dann kleine Babyhosen und Mützen geworden. Und so hat sich das alles entwickelt. Cool. Und ist das, also du bist damit selbstständig, oder? Ich bin damit selbstständig, bin aber auch gelernte Schneiderin. Das heißt, ich war immer angestellt und habe die Selbstständigkeit nur nebenbei angemeldet, weil ich so ein bisschen mich kreativ austoben wollte. Und irgendwann ist die Selbstständigkeit so gewachsen, dass ich mich entscheiden musste. Ja, voll cool. Und es macht ja auch Sinn, dass man erstmal anfängt und ausprobiert und wenn es dann mehr wird, dass man dann erst den vollen Sprung macht. Und wann hast du gemerkt, so, oh, jetzt kann ich es wagen, jetzt mache ich das ganz? Ja, die Entscheidung fiel mir am Anfang nicht leicht, weil mir das Risiko zu groß war mit Haus und 3 Kindern. Aber ich habe mich dann bei der Handwerkskammer beraten lassen und habe dann erfahren, dass man auch die Möglichkeit hat, einen Gründungszuschuss zu beantragen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe auch den Zuschlag bekommen, weil sonst wäre das für mich so ein Sprung ins kalte Wasser. Das war mir irgendwie zu riskant. Ja. Und mit so ein bisschen Starthilfe hatte ich dann den Mut, um zu gucken, wie es anläuft und dann kann man ohne Schwimmflügel schwimmen. Cool. Und wann war das? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Und läuft es so, wie du es dir vorgestellt hast? Also im Moment ist es so, dass kein einziger Tag vergeht, wo ich überlegen muss, was mache ich denn heute? Weil immer irgendwelche Kunden kommen und immer irgendjemand was bestellt. Wie bist du dazu gekommen, dass die Kunden einfach immer von sich aus zu dir kommen? Ja, also ganz früher hatte ich noch keine eigene Homepage und dann habe ich von Jimdo erfahren, dass man da seine Homepage irgendwie zusammenbasteln kann, ohne sich damit auszukennen. Habe das dann auch gemacht und immer wenn ich jetzt die Kunden frage, wie haben sie mich denn gefunden, dann sagen die, ich habe einfach gegoogelt und dann bin ich auf ihre Homepage gekommen. Das freut mich natürlich ganz besonders, dass die Webseite so eine große Rolle bei dir gespielt hat. Aber es gab bestimmt auch schwere Momente. Hast du solche Momente auch gehabt? In der Selbstständigkeit, also ich finde, man muss, wenn man selbstständig ist, nicht nur in seinem eigenen Beruf gut sein, sondern man muss eigentlich mehrere Berufe gleichzeitig irgendwie halbwegs beherrschen. Oder man hat genug Geld, um die Leute dafür zu bezahlen, die das für einen machen. Also ich muss ja nicht nur nähen und sticken, sondern ich muss auch meinen Papierkram machen. Ich muss Produktfotos machen. Ich bin auch Fotografin. Ich muss ja das alles alleine machen. Und das ist schon eine Herausforderung, weil man immer ein bisschen Angst hat, was falsch zu machen. Und wie bist du damit umgegangen? Also hast du dann gesagt, ich mache jetzt erstmal so viel wie möglich selber? Ich bin, glaube ich, mehr oder weniger in alles ein bisschen reingewachsen. Mhm. Also einfach Sachen gemacht, Sachen ausprobiert und mit der Zeit immer mehr dazugelernt. Zum Beispiel, um Rechnungen zu schreiben, habe ich irgendwann erfahren, kann man ein bestimmtes Programm benutzen, was schon mitdenkt. Das benutze ich jetzt auch. Cool. Und wie bist du da mental auch mit umgegangen? Weil du hast ja am Anfang auch gesagt, so, es ist relativ viel und es ja auch bedeutet Risiko und sich das selber auch einfach zuzutrauen. Wie hast du das gemacht? Hast du dann einfach dann gesagt, so, ich setze mich jetzt einfach hin und ich mache das jetzt? Oder haben dir andere Leute noch zugesprochen oder hast du Hilfe in Anspruch genommen? Ja, also mit dem Gründungszuschuss habe ich mich ja schon einigermaßen sicher gefühlt. Aber Selbstständigkeit bedeutet eigentlich auch sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, habe ich mittlerweile festgestellt. Und auch wenn ich nur 1,54 Meter groß bin, mit jeder Aufgabe, die ich meistere, so wie heute die Autofahrt nach Hamburg, wachse ich immer mindestens 10 Zentimeter. Ja, super, super, super cool. Und wo möchtest du denn mit deiner Kreativschneiderei noch weiter hin? Ja, also da gibt es natürlich viele große Ziele in meinem Kopf. Und ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit eine zweite Stickmaschine gekauft. Ich habe eine neue Software gekauft, womit ich meine Stickdateien selbst erstelle, die ich noch nicht perfekt beherrsche. Aber ich
also ich habe so ein Ziel im Kopf, ich möchte Profi in dieser Software werden und vielleicht sogar später anderen Schulungen verkaufen. Ja, mega cool. Und wie planst du jetzt den Weg dahin? Indem ich mich regelmäßig weiterbilde. Also bei mir ist es so, ich habe 3 Kinder, ich habe sowieso wenig Zeit, aber ich verschwende keine Zeit einfach für irgendwas. Zum Beispiel morgens beim Zähneputzen stehe ich nicht einfach nur und putze Zähne, sondern ich mache mir immer ein YouTube-Video an, wo jemand erklärt, wie man eine bestimmte Stickdatei erstellt. Und dann bilde ich mich, während ich Zähne putze, mich noch weiter. Du bist ja wahnsinnig strukturiert. Das wäre ich auch gern. Ja, es ist nicht wirklich strukturiert. Ich glaube, das ist einfach, ich brenne dafür so sehr, dass ich so drin bin, dass mich das, es macht mir überhaupt nichts aus, das alles zu machen, weil ich das will. Fühlt sich nicht nach Arbeit an? Nein. Okay. Kannst du dir vorstellen, jemals nochmal angestellt zu sein? Nein, ich denke nicht. Okay. Und was ist so, gab es in deinem Leben als Selbstständige so ein richtiges, absolutes Highlight für dich? Und wenn ja, was war das? Es sind eigentlich immer ganz viele Highlights. Also ein großes gibt es eigentlich nicht wirklich. Es ist immer, wenn ich einen besonderen Kundenauftrag habe, dann ist es für mich immer wie eine Challenge. Dann denke ich immer so, oh mein Gott, schaffe ich das? Und wenn ich das dann geschafft habe und der Kunde dann zu mir kommt und mir eine positive Rückmeldung gibt, das ist für mich jedes Mal ein Highlight. Also von Highlight zu Highlight. Und es gibt ja viele Menschen, die gerade drüber nachdenken, sich selbstständig zu machen. Was würdest du dir denn mit an die Hand geben wollen? Also ich würde sagen, man sollte nicht darauf warten, bis man sich den perfekten Weg ausgedacht hat, bis die Frisur perfekt sitzt, bis man die perfekte Homepage hat, hatte ich ja auch nicht, sondern man sollte einfach losgehen, weil während man diesen Weg geht, kommen noch so viele Abzweigungen, die man ja sonst gar nicht kennen würde. Und der Weg geht dann auf einmal woanders lang. Also einfach machen. Sehr cool. Ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.